Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in meinem neuen Video. Ich habe mich jetzt gerade fertig gemacht und mich geschminkt und angezogen und alles Mögliche. Und eine Sache fehlt noch, liebe Leute. Zu meiner täglichen Routine, wenn ich mich irgendwie schminke und fertig mache und aus dem Haus gehe, gehört auf jeden Fall Parfum. Ich gehe ohne Parfum nicht aus dem Haus. Ich bin generell ein sehr geruchssensibler Mensch und bin super, super pingelig, wenn es jetzt irgendwie um verschiedene Parfums geht, um verschiedene Gerüche und alles Mögliche. Und ich habe ein Parfum, für das ich ständig Komplimente bekomme. Ich habe mehrere Parfums zu Hause, Leute, aber für ein ganz bestimmtes kriege ich gefühlt jedes Mal Komplimente. Dieses Parfum möchte ich euch gerne heute vorstellen. Ich wurde in Deutschland auf der Straße angesprochen, boah, was benutzt du denn für ein Parfum, du riechst richtig gut. Und auch in Mexiko kam tatsächlich eine Mitschülerin zu mir und diese, boah, ich finde, du riechst richtig gut, was für ein Parfum benutzt du? Und deswegen dachte ich mir, okay, ich kann ja mal mein Parfum vorstellen. Mein für immer und ewig All-Time-Favorite ist dieses Parfum von Zadig & Voltaire. Ich liebe dieses Parfum, es gibt es noch in einer größeren Flasche, aber ich bin ehrlich mit euch, es ist teuer. Ich liebe es, ich gehe super sparsam damit um. Und ich könnte darin baden, Leute, ich könnte darin baden. Ich finde es auch sehr schwierig zu beschreiben, weil es ist ungelogen, es ist ein Parfum, welches ich so noch nie gerochen habe. Es ist so speziell, ich komme auch jedes Mal wieder auf dieses Parfum zurück, weil ich genau diese Duftnote so sehr feiere, Leute. Auch meine Familie und zwischendurch Freunde oder so, die fragen auch, boah, Leute, darf ich mir mal irgendwie kurz ein Parfum ausleihen, das riecht so gut. Es scheint gut zu riechen, Leute. Ich finde, es riecht auf jeden Fall unter anderem nach Vanille, aber nicht diese eklige, alles erdrückende 0815 Vanille, die gefühlt in jedem Parfum drin ist. Es ist wirklich so eine sehr spezielle vanillige Note, die gleichzeitig ein bisschen würziger ist, aber trotzdem unfassbar erfrischend. Ich finde den Duft sehr schwierig zu beschreiben. Ich finde tatsächlich, der Duft ist süß, frisch und einzigartig irgendwie. Ich habe nichts Vergleichbares. Okay, Leute, guckt euch mein Grinsen an. Ich benutze gleich mein Parfum und ich freue mich jedes Mal, wenn ich dieses Parfum benutze. Ja, so benutze ich mein Parfum. Einmal so und einmal in die Haare. Und ich schwöre euch, zwei Spritzer von diesem Parfum und ihr werdet drei Tage lang danach riechen. Wenn ihr euch eure Haare nicht wascht, liebe Leute, ihr werdet bis zur nächsten Haarwäsche nach diesem Parfum riechen. Es hält richtig, richtig gut. Ich bin ja einmal so kurz, ganz leicht mit den Armen so durchgewuschelt. Ungelogen, meine Arme riechen jetzt auch danach. Ich bin generell der Typ Mensch, der Parfum gerne auf Kleidung sprüht, alleine wegen der ganzen Inhaltsstoffe. Sprüht ihr Parfum auf Kleidung oder auf Haut? Okay, liebe Leute, ich weiß jetzt, wie ich euch den Duft beschreibe. Ich werde euch einfach die Duftbeschreibung zeigen. Ich finde tatsächlich, jetzt wo ich sie so durchgelesen habe, passt sie auf jeden Fall. Ich habe euch ja gerade schon gesagt, es ist wie Vanille, aber es ist nicht so erdrückend. Es ist die Sinnlichkeit von Jasmin, ja, der süße Mix aus Vanille und Kastanie und Sandelholz. Wirklich, Leute, diese Kombination ist göttlich. Ich kenne kein Parfum, was so lecker riecht wie dieses und worauf ich so krass oft angesprochen wurde. Und wisst ihr, was schlimm ist? Ich werde mir bald dieses Parfum nochmal nachkaufen müssen. Das ist schlimm, weil ich bin Studentin und ich versuche da, wo ich kann, Geld zu sparen. Aber ich kann nicht ohne dieses Parfum. Ich kann nicht ohne dieses Parfum. Wenn ich irgendetwas habe, was ich richtig monkmäßig in meiner täglichen Routine einbaue, dann ist es dieses Parfum zu benutzen. Und wenn ich das nicht habe, und ich hatte das schon mal eine Zeit lang nicht, liebe Leute, weil ich blank war, dann hat einfach irgendwas gefehlt. Man merkt, ich bin vielleicht ein bisschen süchtig nach diesem Parfum geworden. Auf jeden Fall habe ich nicht mehr so viel da drin, liebe Leute. Seht ihr das? Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber da ist nicht mehr viel drin. Also hier, so ungefähr so auf dieser Höhe, sieht man, dass es bald leer ist. Oh, mein geliebtes Parfum. Ich habe euch gerade schon gesagt, ich bin ein Mensch, ich lege sehr großen Wert auf Düfte und auf Gerüche im Allgemeinen. Und dieses Parfum, es killt mich, Leute, ich lieb's einfach. Wenn ich mich nur noch für ein einziges Parfum auf dieser ganzen Welt entscheiden könnte und für einen Geruch, es wäre dieser. Ich würde am liebsten den ganzen Tag diesen Geruch riechen, wenn ich nur noch einen einzigen Geruch riechen könnte. Und ich hatte vorher auch schon ein paar Lieblingsparfums, aber wirklich, dieses Parfum wird für mich von gar nichts mehr getoppt werden. Dieser Moment, wenn einem auffällt, dass man selber ein kleiner Monk ist, mir ist gerade aufgefallen, ich habe von allem irgendwie irgendein Lieblingsprodukt, was ich gerne bis an mein Lebensende benutzen möchte. Unter anderem dieses Parfum, aber ich habe auch meine Alltagsschuhe, die ich jeden Tag trage. Mich fragen manchmal Menschen, ob ich auch noch andere Schuhe habe. Ja, ich habe noch richtig viele andere Schuhe, die ich nicht trage, weil sie nicht so gemütlich sind und nicht so bequem und ich mich einfach nicht so wohlfühle in diesen Schuhen. Und deswegen habe ich ein Sneakerpaar, was mittlerweile echt schon ein bisschen abgeranzt aussieht und ich möchte mir genau dieses Paar, genauso wie es ist, nochmal kaufen. Es gibt so zwei Lailas, das solltet ihr wissen. Die eine, die sich so lange durchprobiert, bis sie wirklich irgendwas findet, was sie hundertprozentig überzeugt und bis dahin gibt sie keine Ruhe. Und die Laila, die ihr gerade vor der Kamera seht, also ich, ja, jetzt gerade in diesem Moment, ich halte fest an meinen Lieblingsprodukten. Es gab mal eine Spülung bei DM, die hat irgendwie unter 70 Cent gekostet. Das war die Spülung von der DM-Eigenmarke und die hat nach Pfirsich gerochen.
Und dann haben sie gesagt, sie wird aus dem Sortiment genommen. Und ich habe jahrelang keine andere Spülung benutzt. Und dann bin ich nach DM und habe einen riesigen Hamsterkauf gemacht, liebe Leute. Und bin dann mit diesem Hamsterkauf einfach nach Hause und habe ihn gebunkert. Und dann irgendwann ist die Spülung einfach ausgegangen. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, was mein allerliebstes Lieblingsparfum auf der Welt ist. Und noch ganz viele andere random Fakten, die ich so genannt habe. Ich wünsche euch einen super schönen sonnigen Tag. Ich werde jetzt auch rausgehen, die Sonne genießen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video hoffentlich wieder.